Hallo euch allen, da sind wir dabei, Madden NFL 19. Wir sind zurück im AT&T Stadium hier in Dallas, Texas und wir treten an dem nächsten Solo-Battle, dem fünften in dieser Woche, und zwar gegen die Denver Broncos. Wir eröffnen das Spiel mit dem Kickoff. So, der Ball ist unterwegs, geht bis an die Goal-Line, das heißt, wir werden einen Return der Broncos sehen. Die jetzt auch schon unterwegs sind und gestoppt sind an der eigenen 20-Yard-Linie. Erster Versuch und 10 für die Broncos. Dann wollen wir mal schauen. Es kann eigentlich nur John Elway sein, oder? Das ist Ben Roethlisberger. Oh mein Gott. Viele Fans in Mile High werden sich jetzt erschrocken umdrehen und vor die Stirn schlagen. Big Ben, der Quarterback der Pittsburgh Steelers, heute mal als Denver Bronco hier auf dem Feld. Wir stellen unsere Defense entsprechend ein und blitzen mit dem Thunder Smoke. Erster Versuch und 10, Denver Broncos. Laufversuch und schön gestoppt. Da waren direkt 3-4 Defense Player meiner Cowboys da, um diesen Run zu stoppen. Tackle for loss. Zweiter Versuch und 12. Wieder ein Lauf von Walter Payton, geht mal durch die Mitte und er hat eine Lücke, kann sich aus mehreren Tackle-Versuchen erfolgreich lösen und macht ein paar Yards gut. Für den First Down war es nicht genug, aber ein 6-Yard-Run, da lässt sich doch schon mitarbeiten. Ich bekomme keinen direkten Blitz. Dann nehmen wir eine Zone Coverage, die Cover 3 Sky Defense. Dritter und 6. Oh Gott, da war die Riesenchance, Elway zu sacken. Und ich springe leider an Elway. Ben Roethlisberger zu sacken. Und ich springe an ihm vorbei. Was bei den Ausmaßen eines Big Bens auch nicht so einfach ist, aber wir haben es erfolgreich geschafft. So, der Punt der Broncos geht bis an die 25-Yard-Linie. Sanders mit dem Return. Und der geht über die rechte Seite. Hat da eine Lücke und kommt bis an die 41-Yard-Linie der Denver Broncos. Also guter Return. Erster und 10 für die Dallas Cowboys. Meine Offense, angeführt von Dak Prescott, kommt aufs Feld. So, wir laufen erstmal ein bisschen Halfback Stretch über die Außen. Geht über Elliott. Eddie George ist als Blocker mit dabei und der setzt einen schönen Block. Und Elliott kommt bis an die 35-Yard-Linie der Broncos. Zweiter Versuch und 4. Wir bleiben beim Lauf, diesmal durch die Mitte, Inside Zone. So, da haben wir eine Lücke, aber nicht da, wo es eigentlich geplant war. Elliott bis an die 28-Yard-Linie. Neues First Down für die Dallas Cowboys. So, jetzt gehen wir mal auf einen ersten Pass, damit wir Elliott hier nicht komplett überarbeiten. Terrell Owens geht von der rechten Seite, kommt in Motion. Und da ist er frei. Hat den Ball. Oh, immer noch auf den Ball. Terrell Owens kommt bis an die 9-Yard-Linie. Das heißt, wir haben ein First and Goal. Dann sollen wir das Ding natürlich auch noch in die Endzone kriegen. Wir jetzt erstmal per Pass mit dem Stick. Und zu Johnson auf der linken Seite auf Slant Routes. Jarwin in der Mitte, meine Sicherungsoption. Wir gehen auf Terrell Owens über die Mitte und der ist in der Endzone zum Touchdown, zur Führung für die Dallas Cowboys. So, der PAT Attempt ist unterwegs, ist auch gut und wir haben ein 7:0 auf dem Scoreboard. Also ein wunderbarer, perfekter Start hier in dieses Spiel. So, der Kickoff ist unterwegs. Geht bis knapp hinter die Goal-Line, wird also auch wieder retourniert werden von Walter Payton. Sweetness unterwegs.
mit dem Stirnband unter dem Helm. Kommt bis an die 19 Yard Linie diesmal nur. Also verliert sogar noch ein Yard bei diesem Versuch. Wir haben einen ersten Versuch und 10. Walter Payton durch die Mitte. 3 Yards Raumgewinn bedeutet ein zweiter Versuch und 7 von der eigenen 22-Yard-Linie für die Denver Broncos. Wir nähern uns langsam schon dem Ende des ersten Quarters. Und das ist der erste Sack im Spiel. Sean Lee kommt durch. Ah, es war Leighton Vander Esch. 3. und 13 damit. Das erste Quarter ist vorbei. Wir gehen rüber ins zweite Quarter und sehen jetzt diesen wichtigen 3. und 13. Die Broncos müssen aufpassen, dass sie hier nicht schon früh sehr hoch in Rückstand geraten. Da ist der Druck von Elway. Ein schöner, vollständiger Pass. Hat noch nicht, es hat wieder nicht gereicht für den First Down, muss man ja sagen. McKay schafft es nicht, aber der Ball war auch zu kurz geworfen dafür. Das heißt, wir haben einen 4. und 4. Der Punt ist schon unterwegs. Sanders wieder auf der 26-Yard-Linie. Versucht wieder eine Lücke zu finden auf der rechten Seite. Das gelingt aber nicht. Wir haben einen 1. und 10 an der 45-Yard-Linie. So, Halfback-Toss. Es geht durch die Mitte. Geht über die linke Seite. Eddie George fungiert wieder als Vorblocker. Oh, da ist eine riesen Lücke. Elliott kommt bis an die 39-Yard-Linie. Erster Versuch und 10. So, Halfback-Stretch. Lauf über die Außen. Wir bleiben mal bei der linken Seite, auch wenn es diesmal die kurze Seite ist, weil der Ball ja auf der linken Hashmark liegt. Elliott ist unterwegs, hat eine Lücke. Immer noch auf den Beinen. Das ist der Touchdown für die Dallas Cowboys. Da sind sie nicht in der Lage, Zeke Elliott effektiv zu stoppen. Der kommt durch. Touchdown Dallas Cowboys. So, der PET auch gut. Zweiter Drive, zweiter Touchdown, läuft für die Cowboys. So, weiter geht's. Wir erwarten den Kickoff. Oh, der ist mir mal komplett von der Sohle gerutscht. Aber komplett. Geht bis an die Goal-Line, wird also wieder retourniert. Wir sind jetzt schon beim 2-Minute-Warning angekommen. Also, es laufen die letzten 2 Minuten der ersten Halbzeit. Die Broncos kommen bis an die 26-Yard-Linie. Erster Versuch und 10 jetzt für Ben Roethlisberger. Die Broncos warten ja immer noch auf ihr erstes First Down. Da war noch nichts zu sehen bis dato. Erster und 10 an der 26. Vollständiger Pass auf Edelman. So, Ball an der 30, 2. und 6. No-Huddle-Offense jetzt. Die Broncos stellen sich direkt wieder auf. Boah, und ein vollständiger Pass von Elway. Wir haben einen 1. und 10 an der 37-Yard-Linie. Die Broncos haben ihr erstes First Down erzielt. Incomplete Pass, da wirft Ben Roethlisberger in die Line of Scrimmage hinein. Über so etwas freuen sich natürlich auch meine Linebacker immens. Wir haben einen 2. Versuch und 10. Eine Minute 33 haben wir noch auf der Uhr hier. Elway Incomplete Pass. So, wir haben also einen 3. Versuch und 10. Blitzen mit den Linebackern. Set,
Vollständiger Pass von Elway und kein First Down auf den Tight End. Das hat nicht gereicht. Wir haben einen vierten Versuch und 3. Wieder müssen die Broncos punten. So, der Ball. Oh, das ist ein Sky Kick. Aufgenommen. Oh, das ist nicht Sanders. Weia. Das war Shinobi Awuzie und der dafür einen hohen, hohen Preis bezahlt. Erster und 10 an der 25-Yard-Linie. Wir haben noch 55 Sekunden auf der Uhr. Ehrlich gesagt, würde ich gerne noch ein bisschen scoren. Also, probieren wir mal einen langen Ball. Wir attackieren die Mitte mit Jarwin und Keyshawn Johnson. Wir achten ein bisschen auf die Whiteouts, da wir da hinten nur einen Safety stehen haben. Oh ja. Da gehen wir tief, denn da ist Terrell Owens deutlich schneller. Hat den Ball auf dem Weg Richtung Endzone. Das ist der dritte Touchdown, der zweite durch die Luft für die Dallas Cowboys. 75 Yard Catch von Terrell Owens. So, der PET. Da wäre ja fast sogar geblockt gewesen. Das war knapp. 21 zu 0 führen damit meine Cowboys. So, der Kick ist unterwegs. Geht bis über die Endzone. An der 25-Yard-Linie kommt Big Ben wieder aufs Feld. Wir haben noch kein Turnover hier im Spiel gesehen. Aber wir sehen eine vollkommen unterlegene Defense der Denver Broncos, die sich gegen die Cowboys nicht durchsetzen kann. Erster und 10 an der 25-Yard-Linie. Für Denver. Vollständiger Pass wieder auf Graham und ein schöner Hit von Earl Thomas. Die Broncos nehmen ihre erste Auszeit. 2006 an der eigenen 29 mit noch 42 Sekunden auf der Uhr. Das ist ein vollständiger Ball auf Walter Payton, auf den Running Back und der kommt bis an die Mittellinie. Geht dort auf und aus, damit bleibt die Uhr stehen. Erster und 10 also, mit noch 36 Sekunden auf der Uhr für Denver. So, viel Druck. Big Ben bleibt cool. Findet einen Receiver. Zweiter Versuch und 5. Ball an der 46-Yard-Linie. So, nachdem die Broncos jetzt die zweite Auszeit genommen haben, haben sie nur noch eine zur Verfügung. 30 Sekunden noch auf der Uhr. Oh, das war ein definitiver Fortstart in der O-Line, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, so ist es. Das heißt, nochmal 5 Yards obendrauf. Da hat doch jemand etwas zu stark gezuckt. So, zweiter Versuch und 10. Blitzen mit den Linebackern. Vollständiger Pass von Big Ben auf den Tight End, auf Graham. Der kommt bis an die 35-Yard-Linie. Neuer erster Versuch und 10. Und das ist ein Sack. Das zwingt die Broncos zu ihrer letzten Auszeit. Jetzt haben sie einen zweiten und 10. Zweiten und 20, Entschuldigung, an der 45-Yard-Linie der Cowboys. Sie bräuchten so 10 Yards für einen Field Goal Try. Aber sie haben jetzt keine Auszeit mehr. Das ist das Riesenproblem. Der Ball muss also quasi wirklich an die Außen. Und er wirft den Ball ins Aus. Roethlisberger hat keine Anspielstation gefunden. Da kam dann Byron Johnson auf ihn zugestürmt und hat den Ball lieber in Seiten aus reingeworfen. Jetzt ist eine Hail Mary nur noch angesagt, da wir nur noch 5 Sekunden zu spielen haben. Dritter Versuch und 20. Vollständiger Pass auf Edelman und jetzt läuft die Uhr aus. Die erste Halbzeit ist vorbei. Wir führen mit 21 zu 0 gegen die Denver Broncos und gehen gleich rüber in die zweite Halbzeit. Das Schöne ist, wir bekommen den Ball zuerst. In den Kickoff zur zweiten Halbzeit müssen die Broncos durchführen. Sanders nimmt den Ball auch in der eigenen Endzone. So, und retourniert über die linke Seite. Oh, das sieht gut aus. Da ist eine riesen Lücke. Da ist eine gewaltige Lücke und Sanders trägt den Ball zurück
Das ist ein richtig langer Kick-Off-Return-Touchdown. 107 Yards von Deion Sanders in die Endzone der Broncos. So, Kick ist unterwegs. 28:0 damit zu Beginn des dritten Quarters. Also sollten sich die Broncos noch irgendwo Hoffnung gemacht haben, vor diesem Kick-Off-Return-Touchdown die 21 Punkte aufzuholen, hat sich der Drops, glaube ich, gerade eben komplett aufgelöst. Der Return durch Walter Payton ist unterwegs, kommt bis an die 21-Yard-Linie. Wir haben beim ersten Versuch und 10. So, Slant Week ist der Blitz, den wir jetzt fahren. Oh, das war ein Play-Action-Manöver, aber ein verdammt gutes. Das muss man Big Ben lassen. Ich dachte wirklich, Walter Payton hätte den Ball. Vollständiger Pass auf Jimmy Graham auf den Tight End. Wir haben einen 2 von 1 an der 30. Oh, kein First Down. Da dachte ich eigentlich, Walter Payton wäre da durchgekommen, weil da eine kleine Lücke war. Jetzt ist es ein dritter Versuch und 1. Das heißt, schon wieder müssen die Broncos in einen dritten Versuch hinein. Aber ein vollständiger Pass auf den Tight End, auf Graham, bringt das First Down. Erster Versuch und 10 Denver an ihrer eigenen 38 Yard Linie. Wir blitzen mit dem Free Fire. Wieder der Lauf durch die Mitte, da sind die Cowboys doch ein kleines bisschen anfällig. Die Defense-Tackle werden da vom Center und den Guards gnadenlos weggeschoben. Und die Linebacker machen dann meistenteils immer erst die Tackles gegen einen durch die Mitte stürmenden Walter Payton, 2. und 4. Und das ist ein Sack. Jane Smith kommt durch, unser Middle-Linebacker. Bringt Roethlisberger zu Fall und damit ist es wieder ein dritter und 10. Der Ball an der eigenen 38-Yard-Linie. Das sieht schon wieder nicht gut aus für die Denver Broncos. Incomplete Pass. Der Receiver kann den Ball nicht festhalten. Und die Broncos müssen punten. Ball ist unterwegs. Sanders nimmt den Ball auf an der 10 und läuft in Seiten aus. Na Mahlzeit, also dann. Kein Return für die Broncos. So, wir laufen. Für die Broncos, für die Cowboys. Mann. Wir laufen über die Außen mit Zeke Elliott. Wir gehen aber diesmal über die rechte Seite. Ich hoffe, dass Eddie George schnell genug in die Blocks reinkommt. Und ein schöner Spin-Move von Elliott, der immer noch auf den Beinen ist und jetzt erst am Boden. An der 26-Yard-Linie. Da haben wir uns schön gelöst. Play-Action Bubble J over. Mein Lieblings-Play-Action-Spielzug, den packen wir doch gerne wieder aus. Wir schauen in der Mitte auf Jarvin und außen auf Terrell Owens. Links, da kommt ein Blitz durch einen Safety. Dann schauen wir mal, ob wir die Zeit haben. Und, ich wollte gerade auf meinen Tight End gehen. Incomplete Pass. Guter Druck der Broncos. Zweiter Versuch und 10 an der 26-Yard-Linie für Dallas. So, Lauf Elliott durch die Mitte. Immer noch auf den Beinen. Zeke Elliott, hat das schon gereicht für einen First Down? Noch nicht ganz. Dritter Versuch und noch ein paar Zentimeterchen. Mal schauen, schaffen wir das Play noch vor dem Ende des dritten Quarters? Ja, Eddie George wühlt sich durch, hat das First Down und wir gehen rüber ins Schlussviertel in die letzten 3 Minuten der Partie. Und das geht los mit einem 1. und 10 der Cowboys an der 41-Yard-Linie. So, wir nähern uns also langsam der Mittellinie, laufen über Elliott über die linke Seite. Und Eddie George blockt da wieder großartig. Da wird Elliott ins Aus gedrängt, gekegelt. Gekarussellt.
So, ist aber kurz vor seinem nächsten 100-Yard-Spiel. Zweiter Versuch und 6. Oh, Elliott da. Boah, wunderbar, wie er diesem ersten Tackle-Versuch ausgewichen ist. Und jetzt hat er Platz. So, und das ist auch jetzt der zweite Rushing-TD im Spiel. Der zweite Lauf-Touchdown durch Ezekiel Elliott. 56 Yard in die Endzone der Broncos. Jetzt wird die ganze Sache doch mittlerweile extrem eindeutig vom Score her. 35:0 führen die Dallas Cowboys. Sieht nach einer sehr sicheren Sache aus. So, der Kick ist unterwegs. Der Ball geht weit über die Endzone hinaus. Heißt, wir haben einen ersten und 10 an der 25-Yard-Linie für Dallas. So, schauen wir mal, was wir hier haben. Blitzen mit den Linebackern. Bin gespannt, ob wir es diesmal mal schaffen, eine 0 nach Hause zu bringen. Gegen diese wirklich schwache Offense der Denver Broncos. Vollständiger Pass. Oh, das war gut. Da ist die 0 schon weg. Hey, Fender, es kommt nicht ran. Was für ein Play. Und schon ist der Ball in der 35-Yard-Linie. Moses Frazier, von dem habe ich in meinem Leben noch nie was von gehört. Erster und 10 an der 35, die Broncos in den Field Goal Range. Da nimmt man sich vor, dass die 0 stehen soll und kassiert dann sofort so ein Play. Wieder Graham. Ich glaube, von den 13 Pässen, die angekommen sind von Roethlisberger, sind 12 bei Graham gelandet, gefühlsmäßig. Erster und 10, als sind wir schon beim Two-Minute-Warning. Es geht in die letzten 2 Minuten der Partie hinein. Die Broncos stehen kurz, zumindest vor ihren Ehrenpunkten, dass sie die hier aufs Scoreboard kriegen. Erster und 10, kurz vor der Red Zone der Dallas Cowboys. Vollständiger Pass, wieder dürftest du, ja, das ist schon ein Edelman. Der hat, glaube ich, jetzt gerade den zweiten Pass im Spiel gefangen, außer Graham. Zweiter und 3, Ball an der 15. Und da wirft Big Ben den Ball zur Sicherheit weg, da hat er keinen Receiver gefunden. Der Druck kam, dritter und 3. So, Gap Press. Und der nächste vollständige Pass. Jetzt haben sie ein First and Goal an der 6-Yard-Linie. Wieder war es Moses Frazier. Ich habe in meinem Leben noch nichts von dem gehört. Aber der macht hier zwei sehr gute Catche. Erstmal dieses lange Play. Jetzt hier diesen Pass, der zu einem First and Goal sorgte. Incomplete Pass. Der war sehr riskant. Da hat er Glück gehabt, Big Ben, dass er in den Rücken des Verteidigers geworfen hat. Sonst wäre es eine Interception in der Endzone geworden. Second and Goal. Oh Leute, irgendeiner... Ja, selbst schuld. Also wenn zwei Leute nicht in der Lage sind, Roethlisberger zu sacken, da an ihm abperlen, dann kann er natürlich auch den Touchdown werfen. Wieder ist es nichts mit der Null. Ich kassiere immer nochmal Pünktchen. Gerade so bei letzten Drives in den letzten 2 Minuten. Da habe ich keine gute Defense, das muss man einfach so sagen. So, 35:7, wir sehen natürlich keinen Onside-Kick bei dem Spielstand. Sanders nimmt mal auf an der 2-Yard-Linie, der Return der Cowboys ist unterwegs. Oh weia. Ja, das ist der nächste Kick-Off-Return-Touchdown. Deion Sanders haut hier noch einen rein. Diesmal nur ein 98-Yard-Return-Touchdown. 42:7 führen die Dallas Cowboys damit. Das Schöne ist, dass Big Ben nochmal wieder aufs Feld kommen darf mit der Offense der Broncos. Ball ist unterwegs. Erster und 10 an der 25-Yard-Linie. So, wir blitzen mit dem Overstorm Brave. Erster und 10 an der 25.
Viel Druck auf Big Ben und diesmal Tackle-Probleme an Walter Payton. Der kommt bis an die 32-Yard-Linie. Zweiter Versuch und 3. Boah, mit einer Hand. Der Ball war eigentlich in den Rücken von Graham geworfen. Kein guter Pass von Roethlisberger. Aber ein starker Catch. Neuer Erster und 10 an der 35-Yard-Linie. Wie oft ich an Big Ben vorbeigelaufen bin heute. Mein Gott, Byron Jones. Gott sei Dank wirft sich nicht am Ball vorbei, sondern schlägt ihn ab. Sonst wäre das nochmal wieder ein Big Play geworden für die Broncos. 2010 an der 35, 24 Sekunden haben wir noch auf der Uhr. Ein schöner Open Field Tackle an Graham. Das ist jetzt ein 3. und 8. War an der eigenen 38-Yard-Linie. Nochmal ein vollständiger Pass und jetzt laufen die letzten Sekunden runter. 3, 2, 1, aus ist es. Wir schlagen die Broncos 42 zu 7. Ja, und gewinnen das 5. Solo-Battle in dieser Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.